Der Kölner Rennverein startet am Ostermontag in die Saison zu seinem 125. Jubiläum. Beim traditionellen FC-Renntag werden nicht nur zahlreiche Fußballstars des Kölner Erstligisten erwartet. Mit dem Karl-Jaspers-Preis beginnt in Köln auch die deutsche Grand Prix-Saison. Only the Brave aus dem Quartier von Henk Grewe ist Sieger in der Baden-Württemberg Trophy auf Gruppenniveau. Dato ist vorne gegen Only the Brave innen. Only the Brave und Dato. Dato oder Only the Brave. Only the Brave an der Innenseite gewinnt gegen Dato. Bei seinem ersten Saisonstart im Grand Prix Aufgalopp in Düsseldorf hat Only the Brave als Vierter schon Konditionen nach der Winterpause aufbauen können. Auch Alaska Sonne lief für Trainer Markus Klug im Grand Prix Aufgalopp und wurde Zweite. Only the Brave von Alaska Sonne attackiert. Mansour an dritter Stelle. Diamantis kämpft sich dann heran mit Nubius und außen Virginia Storm. Aber vorne Alaska Sonne. Only the Brave innen kommt zurück. Alaska Sonne mit Only the Brave außen. Aber Mansour jetzt stark. Mansour, der geht auf und davon auf die letzten Meter und gewinnt hier den Preis der Fortuna. Die Röttgenerin zeigte dreijährig schon gute Leistungen. Jetzt hat Alaska Sonne sich anscheinend so präsentiert, dass es ihrem Team eine Nachnennung wert war. Alter Adler ging als Favorit ins Derby 2021 und zog sich als Zweiter gut aus der Affäre. Auch nach dem Derby zeigte Alter Adler vor allem im Premio del Jockey Club als Zweiter eine starke Leistung. Trainer Waldemar Hixt hält nach wie vor viel von Alter Adler. Er sei noch wacher geworden. Als Adlerflugsohn ist mit dem klasse Galopper auch bei seiner vierjährigen Kampagne zu rechnen.